Viele Male musste ich schon leiden, als hier für mich bestellt wurde von meinem Team. Und heute dachte ich mir, ich drehe den Spieß einfach mal um und ich bestelle mal für mein Team. Heute mit dabei sind Dustin, Annika und Julian. Und ihr seht jetzt mal ganz entspannt, dass ich hier für die Ganzen ein paar schöne Gerichte bestelle und dann auch wieder was gut bewertetes, was so in der Mitte ist und was schlechtes. Ich bin schon in der Bestell-App hier drin und wenn ihr auch an eurem Handy seid, könnt ihr natürlich gerne nochmal auf hiwi.de gehen. Das ist meine eigene Kochmarke. Falls ihr was für die Küche braucht, auch diese wunderbare Ölkanne, Pfannen, Töpfe, Messer, Bretter, alles natürlich da. Schaut euch gerne mal ein bisschen um. Unterstützt uns, vielleicht braucht ihr noch was als Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden. Good price, good quality, kann ich nur sagen. Wir gehen jetzt mal in den Bestellprozess. Ich habe schon nach Bewertungen sortiert. Annika hat eine Nussallergie und ist Veggie. Dustin hat eine schlechte Essensallergie, hat er mir gesagt. Und Julian kann keine Kiwis essen. Das heißt, ich werde genau das machen. Es gibt was mit Kiwis, Nüssen und das schlechteste Essen kriegt Dustin. Ich würde mal aufgrund der Verwirrung hier in einen Imbiss reingehen. Der hat nämlich 4,8 von 5 möglichen und 1125 Bewertungen. Ich weiß, dass Julian auch gerne mal Veggie isst. Wir können hier mal deswegen eine türkische Spezialität uns nehmen und dann da ein bisschen rumklicken. Machen wir mal ohne, da ist ganz viel Salat drin. Das ist so eine, wie so ein Fladenbrot mit gemischtem Salat jetzt einfach, weil ich weiß, dass Julian ja der Dönermann ist. Aber ich will natürlich, dass alle mitprobieren können. Wir holen aber noch ein Falafel-Dürüm damit zu. Und Putenfleischpizza. Oh Gott, Alter, haben die viel Pizza-Auswahl. Und das ist so gut dann. Pizza Vegetaria, Brokkoli, Spinat, Paprika, Artischocken, Champignons, Knoblauch. Wir machen die Pizza auch mal scharf. Ist ja heute ein bisschen Payback. Dafür gibt es aber auch extra Käse. Ach nee, ohne extra Käse. Das nimmt mir zu viel Schärfe raus. Beilagen, Soßen, Snacks, vielleicht noch irgendeine Verwirrung. Kartoffelpüree und ein Pack Mayonnaise. Okay, finde ich gut. Oh, eine Schlemmersoße. Ja, jetzt ist mein Laden. Brauche ich einen Mindestbestellwert? Oh, ich brauche noch 4 Euro Mindestbestellwert, warte. Dann nehmen wir doch noch natürlich mit dazu einmal einen Rahmspinat und Kartoffelkroketten. Das heißt, diese Bestellung könnten wir schon mal auf den Weg bringen. Ich sage jetzt bewusst dazu, die türkische Bestellung von dem besten Place ist für Julian. Das heißt, wir gehen jetzt mal zum mittleren über und da habe ich gerade eben schon was gefunden. Wir haben jetzt hier dann auf 4,4, 124 Bewertungen. Ich guck mal, wenn es jetzt nur Döner ist, dann ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber die haben nämlich auch komplett vegane Sachen aus Beyond Meat. Dann nehmen wir doch einmal eine Beyond Meat Tasche mit Auberginen-Chili-Soße. Dustin muss leiden wegen den scharfen indischen Bestellungen. Jetzt müssen alle leiden. Dann machen wir noch mal einen Beyond Meat Dürüm. Das nur mit Chili-Soße. Haben wir noch einen Beyond Meat Teller. Tomaten, Zwiebeln, Eisbergsalat, Zitronensaft. Da sag ich doch nicht nein. Und das machen wir einmal mit Pommes, kann es auch sein. Und dann nehmen wir dazu aber mal Hummus auf dem Beyond Meat Teller. Dann haben wir 3 verschiedene Beyond Meat Variationen. Könnte auch Julian verwirren, weil das natürlich noch intensiver in diese Dönerrichtung geht und ich ihnen eher die Falafel-Geschichte gegeben habe. Was könnte noch was Klassisches sein, womit man Annika vielleicht auf die richtige Fährte locken könnte? Pizza hatten wir beim anderen drin. Ich glaube, da ist jetzt nichts noch drin, wo ich ihr die richtige Fährte geben könnte. Aber ich glaube, ich würde das schon fühlen, dass sie so ein bisschen auf dem Döner-Ding hängen bleibt. Besonders Beyond Meat, auch selten. Ich bestelle das mal jetzt für Annika und dann geht's zu Dustin. Der kriegt das Schlechteste. Ich glaube, das erahnt er schon. Wir können sie ja auch noch switchen, ne? Ich kann ja auch Sushi bestellen für Annika. Und das sind die Beyond-Taschen, dann wäre er halt in der Mitte, weil die sind ja alle scharf. Also per se hat er auch die richtige Strafe dafür. Ist aber das schlecht bewertetste, das wäre eigentlich auch eine gute Taktik. Okay, wir switchen. Das bestbewertetste hat Julian. Es geht um den halben Döner, aber in vegetarisch, das wird den verwirren. Die scharfen Döner, wie kriegt das denn? Weil ich weiß, der gönnt sich mal ganz gerne was. Und Dustin und ich, wir haben eine Connection, weil der mir Beyond Hackmeat empfohlen hat. Und seitdem werden heftige Veggie-Bolognesen geballert. Das heißt, das könnte sein Hint sein. Und Annika mag ja Sushis aber sehr gerne, ne? Dann mache ich ihr jetzt hier eine schöne Sushi-Platte. Dann mal schön mal 2 Tofu-Taschen. So, dann machen wir Avocado und Sesamrolle. Gurke, Paprika, Avocado, Rettich, Sesamrolle. Und hier noch eine große Sushi-Rolle. Warte, ich guck mal kurz. Ich finde was Wildes. Lachshaut. Ich mach mal hier sowas, so eine große Rolle. Eine Dragon Roll mit Lachskaviar. Mag die Lachskaviar? Kürbistofu und Teriyaki-Soße. Crazy. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles ist. Ich bin schon bei 53 Euro. Das wird auf jeden Fall komplette Eskalation. Burritos. Veggie-Burrito, Kopfsalat, Gurke, Rettich, eingelegte Avocado und Omelette. Hä? Und noch Nachtischsachen.
Die mag die bestimmt auch. Bestimmt so ein Sesambällchen. Und dann würde ich als extra nochmal Gari dazu bestellen, weil ich nicht weiß, was das ist und ich will es sehen. Das ist meine letzte Bestellung dazu. Also, wir gehen nochmal durch. Julian hat das Beste, hat den Veggie-Umschlag. Dustin hat auch nochmal Beyond Meat verschiedene Variationen an Döner und so Buden-Teller-Zeug, aber alles in scharf. Ist aber dafür in der Mitte bewertet, weil er denkt bestimmt, der ist der Schlechteste. Annika kriegt dann Sushi, alles ohne Fisch, in 1000 verschiedenen Variationen. Ist, glaube ich, nur einmal Lachs-Kaviar dabei. Müsste also für mich ganz gut aufgehen, dass es keiner richtig hat, was ist, und keiner richtig hat, was ich ihm oder ihr bestellt habe. Dann bis gleich mit dem fertigen Essen. Wir sind schon wieder hier, denn es hat eine Bestellung tatsächlich storniert. Dustin's Place, die Mitte, die 4,4 Bewertung hatte, aber ich habe direkt eine Alternative gefunden. Da müssen wir jetzt noch mal kurz in die Bestellung reingehen, damit ihr nicht gleich verwirrt seid. Die haben auch einiges. Jetzt haben wir natürlich dann, ne, ist jetzt kein Beyond-Döner mehr. Also das wäre unsere Connection gewesen, aber ich habe schon eine andere Idee. Angebratene Aubergine, Kartoffeln, Zucchini, Joghurt und Knoblauch. Eigentlich ganz geil. Eine kleine Rucola-Tasche, weil das super asozial. Rucola schmeckt keinem. Calzone Borussia. Das ist eine Calzone gefüllt mit Spinat, Zwiebeln, Paprika und Artischocken. Und dann noch eine richtig dicke für 9 Euro. Das ist jetzt mein Substitut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das hoffentlich ankommt. Rucola-Tasche, irgendwas mit Aubergine und eine Calzone Borussia. Let's go. Kurze Unterbrechung noch bei diesem Video und ein kleiner Shoutout zu Razer. Die haben uns nämlich, wie ihr seht, ausgestattet fürs Büro. Wir haben jetzt für alle Schreibtische die Razer Kayu, damit wir webcam-technisch perfekt aufgestellt sind. Egal wo wir sind in der Welt, können wir uns also regelmäßig wieder anrufen und auch perfekt miteinander kommunizieren, weil wir uns sehen. Und dazu brauchen wir natürlich auch noch Headsets. Deswegen gibt es für jeden Arbeitsplatz bei uns, auch von Razer gesponsert, die Razer Black Shark V2 SE. Deswegen dicke Shoutout, außer natürlich für einen Arbeitsplatz. Da haben wir nämlich die Razer Murray und die sind für Dustin. Das heißt für uns jetzt einmal alles aufbauen. Alle Links zu den Produkten, wenn ihr auch was braucht, sind in der Beschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal rein und gönnt euch ein bisschen was von Razer. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Aktion nochmal zum Weihnachtsfest. Schaut mal rein und jetzt wird erstmal hier aufgebaut und ein bisschen getestet. Wir haben gar nicht so einen Übergang gemacht, aber es ist alles da. Die Contestants stehen alle bereit. Wir haben Annika, wir haben Dustin, wir haben Julian. Und ich habe drei Sachen bestellt. Ich würde euch jetzt gleich bitten, jeweils immer von der einen reingeschobenen Sache zu probieren. Und dann müsst ihr euch zusammen festlegen, ob das schlecht bewertetste, mittel- oder bestbewertetste ist. Ihr müsst euch auch festlegen, wem ich was wohl bestellt habe. Und dann noch super wichtig, zusammen eine Bewertung, was es denn sein könnte, auch rausfinden bei den Sachen. Ich mache jetzt Annikas Job. Oh mein Gott. Eine Pizzeria, hey. Supi. Ganz viele verschiedene Sachen. Oh. Sind es Kroketten oder sind es Mozzarella-Sticks? Das sind Kroketten, oder? Das sieht sehr nach Kroketten aus. Da will ich auch jetzt mal so intensiv riechen, wie Freddy immer. Oh, Mayo, geil. Da ist die nach Krokette. Oh, ja, bitte. Oh mein Gott, die sind richtig sapschig. Das sind Mozzarella-Sticks, oder? Aber ist so eklig. Sind es Kroketten? Ne, Kroketten, aber. Die sind richtig nass, glaube ich. Hä? Ich glaube, der Sinn von Kroketten ist ja, dass sie so kross sind. Es ist einfach. Oh, lecker. Ich mache mal in der Mitte durch. Eine Falafeltasche, oder? Das war lecker. Ja, also, das verwirrt mich jetzt. Ja, das könnte auch irgendwie nicht so zusammenpassen, oder? Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder diese Wurst ist. Diese Calzone-Wurst, die du immer bestellst, wenn du irgendwas bestellst für andere Leute. Ich bestelle nie was für andere Leute. Boah. Oh. Ja, das ist eine Gemüsepizza. So eine schöne, das ist immer so diese typische Veggie-Pizza, die immer so Pizzerien haben. Aber der Boden sieht gut aus, oder? So dünn. Die ist lecker. Scharf. Oh ja. Ich finde sie scharf, scharf. Es geht, aber ich habe halt genau auf so eine Peperoni drauf gebissen und dachte mir erst so, lecker. Und dann so, au, oh, meine Zucker. Gehört das auch noch mit dazu? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen schneller essen, ne? Ja. Oh mein Gott, wie viel. Ist das eine Bernays-Soße? Oh ja, es ist eine Bernays. Oh, oh mein Gott, das riecht dann ultra nach Arsch. Oh mein Gott, ist das Kartoffelpüree mit Spinat und. Hä? Ist da jetzt Rührei drin? Boah, das sind Döner. Warum? Das sind richtig nasty Döner.
Hä? Da ist ja gar nichts. Das ist eine Salattasche. Ich dippe jetzt mal die Pizza in die Soße und probiere sie. Die will ich nicht probieren, diese Soße. Was muss ist das ich? Genau? Schmeckt geil. Das ist wie noch Hollandaise mit Kräutern. Das sieht falsch aus, aber es könnte auch geil sein, muss ich sagen. Das sieht so nach Kakarachon aus gleich. Das ist Rahmspinat auch, ne? Ich weiß nicht, Annika, ob das... Ja. Das ist ein Problem, dann würde ich wohl zum vorher anmerken. Ich finde das übertrieben geil. Es schmeckt mir scheiße. Es sieht scheiße aus, aber es schmeckt nicht scheiße. Wo kann man das bestellen? Ja, was machen wir mit dieser Salattasche? Die sieht so super scheiße aus. Boah, das ist halt auch nur nass, ne? Ja. Das, ich meine, das kannst du nicht abzupfen, so nass ist das. Dieses Brot schmeckt original wie das Innere von den Kroketten, also von der Konsistenz. Was ist das? Ich glaube, wir haben die Kroketten aus dem Brot gemacht. Weiß nicht. Ich sag, es ist Mittelfeld. Ich glaube, es ist der schlechteste Place. Wer so einen Döner anbietet und so Kroketten, da hast du dann so Highlights wie so eine Pizza und warum auch immer das. Aber ich glaube, es ist schon der schlechteste Place von denen. Dürfen wir am Ende noch mal switchen? Ja, klar. Okay. Okay, dann. Aber so allgemein, was würdet ihr jetzt so für eine Bewertung geben? So 3,5. 3,7 oder sowas, ja. Ich würde auch 3,5 sagen. Seid ihr ready für Place Nummer 2? Der zieht schon so eine richtige Fettschicht hinter sich. Tokyo Drift, ey. Hot and tasty. Das hat mich angegisst oder so. Ich weiß nicht, was das war. Boah. Hä? Oh mein Gott. Aubergine und Pommes mit einer weißen Soße? Ich hasse okay, jeder meine Gabel. Ich hasse Auberginen wirklich wie die Pest. Darf ich einfach hier diese nasse Pommes essen? Ich möchte kurz dazu sagen, dass dieses Gericht beworben wurde mit gebratenen Auberginen, Kartoffeln, Zucchini, Joghurt und Knoblauch. Also, das sind die Kartoffeln, die Pommes. Das sind per se ja Kartoffeln, also Unrecht hatten sie auch nicht unbedingt. Boah. Ja, schön. Joghurt. Der ist vor allem so richtig fest, dieser Joghurt. So fest. Ja, mach mal den nächsten Döner auf, bitte. Bitte nicht. Oh ja, das ist ein Döner. Och, Mann, oh. Da ist Rucola drin. Das sieht aus wie so eine Currysoße, die da drin ist. Das macht viel mehr Spaß aus der Richtung hier. Ich merke auch gerade, wie mein Magen nicht kaputt geht. Das ist richtig schön. Als erstes reinbeißen so. Ja. Mhm. Macht kein gutes Geräusch, muss ich sagen. Nee. Das Brot ist nicht so schlimm wie das eben. Der ist auch nicht so nass. Ich glaube, ich habe nur Zwiebel. Mhm. Seid ihr denn Rucola-Fans? Mhm. Ja? Mhm. Ich weiß nicht. Also bei diesem Dürüm eben war wenigstens so eine Falafel noch dabei als Fleischersatz. Ich finde immer so Döner einfach nur Salat reinzumachen, schmeckt einfach nicht. Ich bin gern Vegetarier, aber das ist halt wack. Dann brauche ich mir keinen Döner holen. Mhm. Ich finde, dieses Brot schmeckt nach Pappe. Das ist wie, als würdest du ein Amazon-Paket mit Salat essen. Also ich fand den anderen... Nee, der andere war nicht besser. Nee, der war auf jeden Fall besser. Aber ich fand den Place besser. Da habe ich öfter gesagt, dass mir Sachen schmecken. Wir sind ja noch nicht fertig. Es kommt ja noch eine Pizza. Och nein. Da ist die Ranzkeitzone. Das sieht aber auch raus wie so eine riesen Tortellini. Und wie ein riesen Durchfall, den man danach hat. Oder eine Miesmuschel. Es klebt an der Verpackung. Oh, mit auch Rucola drin, oder? Also da drin ist Spinat, Zwiebel, Paprika und Artischocken. Also, ich glaube, das ist auch das Gleiche, was in diesem Döner drin war, oder? Ist das schon durch? Ist das schon durch? Kennt ihr dieses eingedeckte Gemüse? Das ist nur hier drin. So Essiggemüse. Boah, das finde ich ultra scheiße. Ja. Das ist wirklich... Das ist wirklich nicht lecker. Boah. Also ich würde es nicht wegschmeißen, so schlimm ist es nicht, aber gerne essen würde ich es nicht. Also das war jetzt safe das schlechteste Place. Ja. Ich würde dem eine 1,8 geben. Ich fand auch alles sehr schlecht. Ich glaube, ich würde sogar 1 sagen, einfach persönlich. Das halt irgendwie... Das ist richtig läppisch. Ja, nee, ich glaube, ich so 1,5, ja. Also, das war schon wirklich nicht okay. Aber das ist gerade eigene Bewertung, nicht wie ich denke, dass es auf Lieferung ist. Oh, Sushi. Man sieht es schon. Sollen wir erstmal auspacken? Mhm. Das sind so Sesambällchen. Die schmecken ganz geil. Hier haben wir, so Fried Stuff. Nehmen wir so einen Schokopudding dran. Also wir haben hier echt sehr viel Auswahl. Oh,
Okay, also du hast Avocado. Das heißt, ich übernehme mal hier diese Avocado-Teiler. Die sehen sick aus. Ist aber auch heftig viel Avocado für einen so einen Sushi. Also normalerweise ist da so ein Streifen drauf. Hier ist einfach eine halbe Avocado. Ich habe gerade eine Avocado mit Deep Throated. Ich fresse mir mal so ein frittiertes Ding rein, aber ich will nicht so ein Riesenteil. Ich kann auch überhaupt nicht mit Stäbchen essen. Ich tue gerade einfach so, als könnte ich. Ist auch nichts, ne? Mhm. Ist da auch Avocado drin? Ich hatte nur so ein Randstück. Aber diese Soße obendrauf ist übertrieben geil. Ich würde mal so ein Sesambällchen probieren. Sind die süß, oder? Die sind süß, ja. Die sind lecker. Also man muss diese Bohnenpaste mögen, aber ich finde die lecker. Ist das so Mochi-mäßig? Ein bisschen. Ist da Fleisch drin? Nee, das ist eine Garnele, glaube ich. Sollte eigentlich nicht sein. Das sieht sehr garnelig aus, ja, auf jeden Fall. Was ist dieses Riesenschiff hier? Egal, was das auch. Das ist ein Burrito. Ein Sushi-Burrito? Sie nennen es so zumindest, ja. Naja, ich meine. Soll ich mal in dieses Boot hier reinweisen? Ja, ein Boot, ja. Ahoi. Das ist mal in Ordnung, aber wenn ich mir Sushi bestelle, würde ich mir, glaube ich, kein Sushi-Burrito bestellen, weil es schon. Ja, ist auch ein mächtiges Teil, ne? So. Aber es ist doch eigentlich genau das gleiche wie die normalen Sushi-Rollen, nur am Stück. Geht's euch gut? Das ist, glaube ich, Tofu. Und beim letzten Mal dachten wir, es wäre Ei, aber es ist wohl Tofu. Ach so, das sind die Dinger. Das sind die. Ich dachte, das wäre so eine fancy Art von Gyoza. Oh, das riecht aber gar nicht so lecker. Aber kriegen wir das heute irgendwie hin. Oh, das schmeckt, wie es riecht. Ich habe das letztes Mal, ich weiß nicht, ob es dasselbe Place war, aber letztes Mal habe ich das gegessen, als wir das bei einem anderen Bestellvideo bestellt haben. Das hat ganz anders geschmeckt. Aber ich finde, es ist halt dieses, wo drin es eingelegt ist, was so komisch schmeckt. Nee, das nicht. Hattest du jetzt was mit Garnele bestellt? Es sind Fischeier. Ich wusste nicht, wer das macht. Es müssten eigentlich Fischeier sein, aber mit Fleisch oder Fisch habe ich ansonsten nur die Fischeier. Alles andere bin das ich dann auch. Das ist auch wieder so nicht dick, ne? So riesig, ne? Ist nee, eigentlich ist es so ein halbes normalerweise. Also so, ich gehe noch mal in der Mitte durch. Das ist einfach viel zu breit. Was ist da in der Mitte? Garnele. Das ist ganz klar, also ganz klar Garnele. Das habe ich nicht bestellt. Ich habe meins leider gerade es ist halt einfach zu groß, das ist mir gerade hier. Also es schmeckt gut, aber ich finde, es ist nicht mundgerecht. Das ist aus, das Teil aus Alien, oder? Möcht ihr die Haut von Pudding? Nee. Ist es genau das? Ja. Hast du einfach Pudding rausbestellt? Ich glaube, das ist das, was ich nicht wusste, was es ist und es einfach mal bestellt habe, weil es hat einfach nur den Namen Gari. Und ich weiß immer noch nicht, was es ist. Nee, das sind Ichagui Dalfuku Mochis sind das. Es tut mir so leid. Ich habe nicht gemerkt, was ich aus Versehen ein bisschen zu tief geschüttet habe. Der Burrito hat jetzt eine Schokoschicht. Hier hinten, die fehlen, glaube ich, noch. Genau. Ja, genau. Da kommt das Flugzeug. Nein. Das ist ein ganz toller Fisch. Kannst du ausspucken. Punktgleichfilter. Gut, kurz, damit wir im Kanon bleiben. Was ist eure erste persönliche Bewertung zu dem Place? Den finde ich gut. Ja, also ich finde den auch ganz gut. Klar, da gab es ein paar Sachen, die ich nicht mochte, aber das ist ja bei Sushi sowieso, wenn, je nachdem, was man bestellt. Ja. Ich glaube, ich habe Reis im Haar. Also ich finde Sushi halt nicht geil. Und die waren halt sehr groß, diese Sachen. Aber diese frittierten fand ich schon sehr lecker. Ich würde dem so eine 3 geben für Sushi. Mhm. Nee, warte, was habe ich dem anderen gegeben? 3,5, glaube ich, dem ersten. Dann gebe ich dem eine 4. Ja. Also er war schon besser als andere. Ich würde sogar 4,2 sagen. Das ist, also wenn ich jetzt nur Sachen bestellt hätte, die ich mag, wäre es, glaube ich, echt ganz gut gewesen. Ja. Der hier haben wir alle einstimmig gesagt, ist der schlechteste. Ja. Das war unser mittlerer. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, wie die Bewertungen auf Lieferando dann wohl waren. Ich würde sagen, der ist bestimmt bei mindestens 4,5, wenn er der beste ist. Ich glaube, das ist so ein 4,8er.
Kann ich mir vorstellen. Ja. Sushi ist, glaube ich, immer sehr gut bewertet hier. Und das könnte sogar vielleicht 4,9 sein. Ich würde 4,8 sagen. Ja. Ja, so. Und die Mitte? 4,1. Ich glaube, der ist echt so gut. Ja, und ich glaube, der 3,8 oder 3,7. Ja, ja. Und was glaubt ihr, wem wurde was bestellt? Also bei einer Sache bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube auch. Das ist Sushi für dich, oder? Das glaube ich auch, außer es ist eine Taktik. Sollen wir einmal? Also es gibt schon, so viel kann ich euch sagen, schon bei jeder Bestellung Sachen, die euch verwirren sollen. Und schon was, was so auf euch bezogen ist. Guck mal, hier war ja zum Beispiel eine Dürümtasche und ein Döner mit dabei. Und dein Lieblingsessen ist Döner. Ja, aber guter Döner. Es gibt ja zwei Anhaltspunkte. Bei beiden gibt es einen Anhaltspunkt, weshalb ich denke, dass es für mich sein könnte. Mhm. Das Pizza war scharf. Pizza war scharf. Das könnte die Rache sein. Und das hier ist einfach nur hartreudig. Und manchmal habe ich es mit hartreudig. Also wir sind uns aber einig schon mal, dass ich hier zum Sushi gehöre. Wo würdest du dich eher zuordnen? Ich glaube eher hier bei diesem etwas. Kalzungen. Bist du sicher? Ich bin mir nicht sicher. Weil ich hätte dich eher das. Ja? Nee. Ich glaube, ich weiß warum. Hier war Kartoffelspinat dabei, oder? Nee, das war bei den mittleren. Ich glaube, das ist es, weil ich weiß nicht, ob ich es aber Freddy vergisst eigentlich alles, was ich sage. Und ich habe mal gesagt, dass das irgendwann mal mein Lieblingsessen war. Und ich habe meinen Topf, weshalb ich jetzt einen Topf von Fifi bräuchte, aber ich kriege leider keinen zugeschickt. Ich habe letztens Spinat in einem Topf anbrennen lassen. Das ist mit einem Kochfeld passiert, was ich von Freddy bekommen habe. Vielleicht hat er den Spirit gemerkt des verbrannten Topfes, was durch das Kochfeld in seine Bestellung gegangen ist. Deswegen würde ich mich eher hier zuordnen mit dem Kartoffelpüree. Ja, das habt ihr sehr lecker gegessen. Ich muss sagen, mir geht es irgendwie viel besser, wenn ich auf der anderen Seite stehe und habe jetzt nicht irgendwie 3,5 Stunden danach noch so psychische Probleme auf dem Sofa bei meinem Magenschmerz. Das wünsche ich euch heute auch nicht, aber wie wollt ihr es am liebsten gestaltet haben? Wollt ihr schon mal wissen, wie viele Leute von euch richtig stehen? Weil das ist nämlich genau eine Person, die richtig steht hier. Ja, dann ist das hier vertauscht. Ihr habt euch ja eingeloggt, aber richtig steht tatsächlich Annika. Oh, krass. Und ihr wart so knapp davor, euch richtig zuzuordnen. Das hier ist natürlich Julian. Ja, klar, es geht um schnelles, fastfoodiges Dürüm-Döner-Essen und geil natürlich war es ja. Geil. Und ich sag mal, der Kartoffelpüree war eher tatsächlich der Verwirrer. Das ist ja ganz klar das denn. Obwohl ich das gar nicht mal böse mit dir meinte und den Scharfen habe ich auch noch reingemacht, damit du vielleicht auf eine falsche Fährte kommst. Aber hat ja funktioniert, sage ich mal. Kartoffelpüree hat mir noch mit reingespielt. Das war, habe ich natürlich vergessen. Gar keine Ahnung von Spinat. Aber tatsächlich sollte eigentlich nur das Scharfe dich ein bisschen auf die falsche Fährte locken und Kroketten und Co. waren nur für Mindestbestellwert. Du versuchst es gerade zu rechtfertigen, dass zweimal die gleiche Bestellung. Nee, weil ich habe ja einen essentiellen Unterschied. Das ist ja eine Pizza, darum ging es ja gar nicht, denn ich habe ja hier Döner bestellt. Aber da dachte ich, da war doch auch ein Döner dabei. Jetzt, ja, das war mindestbestellbar. Du hast ja von der ranzigen Calzone gesprochen. Ja. Das ist ja die Calzone Borussia doch natürlich. Und da du als neuer Borussia-Fan, das kennt man ja, die Calzone Borussia. Aber wollt ihr denn wissen, wie die richtige Anordnung gewesen wäre, falls euch das, dieser Satz schon was verraten würde, dieser Gerichte? Weil das hier ist ja euer Bestes, das hier ist ja eure Mitte und das ist euer Schlechtestes. Mhm. Ja. Aber laut Bewertung habt ihr eigentlich das hier als schlecht bewertetes. Das hier ist das Beste, weil bester Döner. Und das hier ist tatsächlich die Mitte. Also ihr seid wirklich bei allen falsch. Also das bei allen Bewertungen generell. Die sind auch alle wieder super nah aneinander. In Mönchengladbach ist es doch wirklich schwierig. Der Sushi ist das, hat 4,3, aber nur. Der hier hat 4,4, also die eigentliche Mitte. Das ist nämlich Dustin. Du warst nämlich gar nicht der schlecht bewertete Place tatsächlich. Und das hier sind 4,8. Dein Place. Das ist der zweitbeste Laden, der gerade auf hat. Aber er hat auch gut geschmeckt, außer die Kroketten. Ich wollte gerade sagen, generell unterm Strich wart ihr sehr positiv. Ja, das war schön. Wie war es für euch auf der Seite mal? Ich hab Bauch. Okay. Okay. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss!